Es füllt nach 6. Ey, irgendwas stimmt mit dem Computer nicht. Der fährt nicht hoch und nicht runter. Der Laptop. Kann nicht wahr sein. Wäre geil, wenn der schon kaputt wäre. Ich habe nämlich gerne alle meine wichtigen Dokumente und alles rübergezogen von dem alten. So, mich duschen. Gehe ich mal frühstücken unten. Mal gucken, was die haben. Und dann, ja, der Computer fährt nicht hoch. Das gibt's doch nicht. Ja, draußen schon hell. Trübe, kalt. Boah. Also das Frühstück, ekelhaft, Mann. Das Rührei super nass irgendwie. 100% echter Juice. Das ist ein Witz. Und dann gab es da halt so komische Patties, Fleisch. Die nicht mal angerührt. So, jetzt haben wir 20 nach 7. Ich dachte, der Kai, der würde mal auftauchen da unten. Ist aber nicht. Ja, das Wetter. Schön. Man sieht die Berge im Hintergrund. Und da muss ich gleich rüber. Um 8 Uhr treffen wir uns da mit dem Instructor. Ja, laufe ich gleich mal hin. Und gucken wir mal, wie das läuft heute. Zwei gute Sessions sollen wir heute haben, meinte der Noah. Bin ich mal gespannt. Ja, die meisten, die hier wohnen, das sind Piloten. Ich bin absolut unzufrieden mit diesem komischen Hotelzimmer. Mein Laptop, der ist nicht, der ist in Ordnung. Der war nur ohne Strom. Jedes zweite Outlet hier, jede zweite Steckdose funktioniert nicht. Ich musste den Kühlschrank musste ich von der Steckdose wegnehmen, denn der ist so laut, der dröhnt. Unbelievable. Das Waschbecken, das fließt nicht richtig ab. Durchfall habe ich durch diesen komischen Burger und den ganzen hier. Ey, nicht ideal. Ach ja, gehe ich zum Frühstück, ne? Steht da eine Schale voller Äpfel. Ich habe mir extra einen Apfel noch gekauft gehabt. In Hawaii. Ja, die Äpfel, die sehen auch nicht gut aus, ey. Wenn da lagen dann noch 6, 7 Bananen rum, ne? Dann frühstücke ich. Das hat nicht länger als 3, 4 Minuten gedauert. Und ich weiß nicht wer, aber plötzlich waren die Bananen weg. Ja, da lagen 7 Bananen. Keine Banane mehr. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Da hätte ich ja gerne eine gehabt. So, wir sind 7:45. Und Kai habe ich noch nichts gesehen. Vielleicht ist er schon da. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ey, was ist denn das hier da hinten für ein krasser Dampf oder Rauch, der da aufsteigt? Na, auf jeden Fall ist es direkt hier gegenüber. Und jetzt gucken wir mal, was da geht. Das war's. So, das war's. Wieder ein Hotelraum. Um kurz nach 1. So, ich habe gesehen, mein Flug morgen, der geht gar nicht super früh. Der geht um 1:15 nachmittags. Und ich komme auch super spät abends an. Ich dachte, ich komme irgendwann um 2 Uhr mittags an. Verstehe ich nicht. Muss ich gleich mal einchecken. Und hier gibt es ja so viele Delays wegen dem Wetter. Und der Denver Flughafen, das ist ja der größte der Welt. Der zweitbusieste Welt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird da ohne Ende was umgebaut. Ja. Und deswegen gibt es da so viele Delays. Also wegen Wetter und wegen der Umbauarbeiten. Und deswegen müssen wir da relativ früh hin. Der versucht jetzt einen Direktflug nach Kona zu bringen. Da gibt es von Denver Direktflüge. Die muss er dann natürlich selber zahlen. Beziehungsweise die Differenz oder wie auch immer. Aber ja, ich fliege über Los Angeles. Ob ich jetzt da 3 Stunden vorher bin oder nicht. Ja, der Kai, der will gleich noch zu diesem Nationalpark fahren mit dem Uber. Taxi mehr oder weniger, aber der hat richtige Klamotten mit. Ich glaube, der war mal in Alaska unterwegs und von daher hat er auf jeden Fall anständige Klamotten mit. Im Gegensatz zu mir, der auf dem Weg von da drüben bis ins Hotelzimmer hier sich schon alles abgefroren hat. Das sieht man Der ja. Zaun, ja, um das Gebäude rum hier bei Safety, den haben die erst errichtet und da steht auch ein Security Guard die ganze Zeit, denn hier werden Autos ohne Ende geklaut. Letzte Woche wurde ein Auto hier vom Parking geklaut, hier vom Hotel. Und hier soll die Crime-Rate
extrem hoch sein. Aus welchen Gründen auch immer. Ich kann kaum erwarten, von diesem Environment wieder hier an meine 27 Grad zu kommen. Boah, das ist so kalt. Also das Training, das war gut. Wir hatten eine 4-Stunden-Session insgesamt. Und wir konnten nebeneinander sitzen, also dem Zugucken dem anderen. Die VFR, diese Emergency Procedures mal so richtig zu machen, ne? Mit den ganzen Lichtern und so weiter. Und dann hat er uns genau erklärt, warum, wieso und bla. Das war richtig gut. Und die IMC hier in Wolken fliegen, ey, ich hoffe, ich fliege nie in Wolken. Das ist unmöglich, den Helikopter irgendwie anständig zu kontrollieren. Das ist der Wahnsinn. Na gut, ich meine, es liegt auch ein bisschen am Simulator. Also so hundertprozentig simuliert er nicht, aber der ist schon gut. Der ist schon gut. Ich blende mal ein paar Fotos ein. Also es gibt auch einen Simulator, ist genau für einen Helikoptertypen, weil innen ist genau alles, ne? Aber die haben da 8 Simulatoren stehen. Wahnsinn. Und das, wenn man so auf den Skids landet, Running Landing, wenn man einen Stuck Pedal hat, ne? Das fühlt sich genauso an, das Vibrieren im Seat, das hört sich so an, das ist der Wahnsinn. Schon gut. So, hier in dem Laden kann man sich seine eigene Pizza zusammenstellen. Und zwar mit allem. Also natürlich gibt es keinen Thunfisch hier und kein Mais. Ne? Meine Lieblingstoppings, die haben sie halt einfach nicht. Aber hier. Und dann kriege ich jetzt gleich eine Pizza. Mit Getränk $15. Das passt. Weiße Soße. Ich habe alles Mögliche drauf genommen. Und ich nehme die mit. Ich habe sogar eine Mikrowelle im Hotelzimmer. Da kann ich mir den Rest aufwärmen. Wenn ich es nicht schaffen sollte. Mal zurück in meinem warmen Hotelzimmer. Die Pizza. Gar nicht so schlecht aus. Aber die werde ich wohl aufkriegen. So groß ist sie nämlich nicht. Gar nichts mehr passiert heute. Boah, nur ausgeruht. Draußen wird es wieder diesiger. Und die Sonne ist schon lange weg. Asig kalt. Ich glaube, essen brauche ich heute nichts mehr. Ich habe nur einen Apfel. Muss ich nicht nur irgendwo hin. Ja, muss ich gleich mal unten auf die Liste packen. Für einen Shuttle. Aber ich glaube, da steht schon einer auf der Liste für 10. Von daher fährt da einer auf jeden Fall los, um 10, das müsste reichen. 2 Stunden früher am Flughafen zu sein. Dann bin ich um 10:30 da. 11:30, 10:30. Über 2 Stunden. Wow. Was soll ich hier rumhängen? Kann ich auch am Flughafen. Jetzt wird es sich langsam dunkel. Was haben wir denn? Kurz vor 6. Ja, eine interessante Sache noch hier über den Simulator. Die sind so gut. Also man kann ja Flight Time, also Flugzeit, loggen, wenn man im Simulator gesessen hat. Genauso wie man normale Flugzeit loggt halt im Logbuch. Und die Simulator, die sind so gut, man kann Actual IFR Time loggen. Also es gibt Simulatoren, die sind nicht so gut. Und dann kann man simulierten IFR loggen, das heißt simuliert in Wolken fliegen und so weiter und simulierte Approaches, die man nur fliegt, wenn das Wetter halt zu schlecht ist. Aber die sind halt so gut, dass man actual Flight Time in IMC Conditions loggen kann. Das ist schon nicht schlecht. So, ja, ich habe ja eigentlich Grund bisher nur simuliertes IFR-Time. 66,7 Stunden, was nicht so viel ist. Ich brauche 75, um hier mein ATP zu machen, was allerdings nicht so viel Sinn ergibt, wie ich feststellen musste. Hier für einige Jobs bei Air Methods ist es Voraussetzung. Aber ja, muss ich mal sehen. Glaube ich nicht. Ich brauche 75 insgesamt simuliert oder hier echt, wie auch immer. Und da habe ich immerhin 25 Minuten mehr zu loggen heute. Nachdem. Und das ist meine erste echte hier IFA-Zeit.
So, jetzt muss ich mal duschen und dann gucken wir mal, ob ich noch was essen gehe oder nicht. Das Internet hier ist nicht super, aber ich glaube, es reicht, um die ersten beiden Videos hochzuladen. Also zumindest kann ich sie zusammenschneiden hier. Ja, das Wetter war gut genug zum Fliegen in Honolulu. Und ja, morgen geht's auf die Reise zurück. Ich hoffe, das klappt alles. Und ich bin nicht allzu spät zu Hause, wenn ich tatsächlich dann am Samstag arbeiten muss. Was auf jeden Fall anstrengend wird. Aber ich habe ja dann nur noch 2 Tage, Samstag, Sonntag. Und da muss ich nur rausfinden, was ich denn hier an Arbeitszeit anrechnen kann. Das kann ich ja wahrscheinlich erst nächste Woche machen, wenn der Koji wieder da ist. Denn der Markus hat wahrscheinlich keine Ahnung. Denn der bezahlt immer alles selbst. Erste Klasse und so. Yo! Ja, einen Film gucke ich mir vielleicht noch an. Wir haben mittlerweile, kann man denn? Sancho 8. Geil, habe ich telefoniert. Ja, ich hoffe, ich werde nicht krank hier. Schnupfen oder so von dem Wetter. Denn die Nase ist irgendwie leicht dicht. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber... Ne? So, duschen war ich. Zwei der letzten Tage nochmal Revue passieren lassen. Das macht man ja automatisch, wenn man die Videos zusammenschneidet. Ist ja klar. Und jetzt haben wir schon 10 vor 9. Also schneide ich wahrscheinlich noch ein Video zusammen. Dann bin ich mehr oder weniger up to date. Das Uploaden dauert natürlich Ewigkeiten hier. Also das geht bei mir zu Hause mit der 500 Megabit Standleitung natürlich wesentlich schneller. Ja, ich bin immer noch irgendwie im Sack. Also wenn das morgen wieder so anstrengend wird mit dem Flug. Ne? Allerdings geht es ja über den Tag hin. Aber ich verliere halt. Nee. Ich gewinne 3 Stunden zu. Das heißt, das ist ja 3 Stunden früher. Nichtsdestotrotz komme ich dann irgendwann abends an, muss direkt nach Hause und wahrscheinlich ab ins Bett, wenn ich morgens um 8 oder 9 Uhr am Arbeitsplatz sein muss. Also 5 oder 6 Uhr aufstehen. Boah. Aber die Temperaturen sind wieder angenehmer. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Mann, das war eine Nummer.